Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge haben wir den Brief von dem Präsidenten von Strata zum Präsidenten von Strata überbracht. Und er hat uns gesagt, ja, wir sollen nach... Nee, Quatsch, wir sind ins Wissensarchiv gegangen und Pascal hat herausgefunden, dass Fodra irgendwie über die, wie nennt man nochmal, Aquaschicht oder Aquasphäre, die sich über diesen Planeten befindet, ist, also dass das irgendwo dahinter ist. Und dafür müssen wir einen Shuttle holen und das soll irgendwo ein Land sein und jetzt sind wir ein Land und jetzt gucken wir mal. Wir lassen uns durch, das ist perfekt, danke. So viel ist Zuschauen ist immer noch instabil. Und wir müssen zur Höhle, mein Gott, zur Küstenhöhle müssen wir. Und da soll irgendwo ein Shuttle sein. Asbel, Lord Hubert, what were you doing in Fendel? We had heard you set off for Strata. Ist awkward. Fendel soldiers here. That's because they're gone. Und auf der anderen Seite, und blöd, Mann. One day without a trace. We figured they were up to something, so everyone's been on edge. The situation has changed. Our countries can't afford to fight each other right now. The three Valkanists have been completely drained of Elif. Our countries have come together in an attempt to resolve the crisis. Get real, man. Get real. This is serious business. Please, you must let us pass. Yes, of course. Yes, of course. Warum denn nicht? Warum sollten wir uns nicht durchlassen? So. Gucken wir mal. Verlassen. Müsste ja eigentlich kürzer sein von der anderen Seite. Oh, die Musik haben wir auch schon lange gehört. Okay, Küstenhöhle. Die war hier. Dann gehen wir mal. Oder? Jo. Es geht? Nein, okay. So gut, mein Gott. Dann bin ich falsch. Was? Wo bin ich hier? Ach nee, hier ist das. Okay. Nee, das, was ich gedacht hatte, war der hier von Barona, ja, dieser Notausgang, ja. Sind die hyperaktiven Sterne wieder? Oh mein Gott, das ist alles so lange her, ne? Das ist schon ein Jahr her, seit wir hier waren. Seht mal, wie lange dieses Projekt eigentlich läuft. Ich hab's immer noch nicht durch. Schon wieder ein neuer Tales of Teil gekommen, den ich danach Let's Played habe und den habe ich vorher sogar durchbekommen. Das gibt's nicht. Schwer wiegt das Dasein. Here we go. Good. It looks like she's finally asleep. Do you remember the last time the three of us came here? I didn't want to believe that strange girl was really Sophie. You were so sure. And I was convinced you were just trying to flee from the reality of what had actually happened. That's harsh, but also true. Hey, Asbel, let me help you. I'll carry Sophie this time around. Are you sure? She looks tiny, but she's actually pretty heavy. Don't worry, I can do it. One, two, three. Wow, she is a lot heavier than she looks. I told you, right? Here, let me take her. No, I said I'll do it. And I just... I want to be close to her right now. Okay. Währenddessen ist Sophie irgendwie mit dem Gesicht am Boden aufgeschlagen. So, suche nach dem Shuttle. Das sieht auffällig aus. Oh mein Gott, wie konnte ich das wissen? Oh mein Gott! Wie konnte ich das nur wissen? Kann es sein, dass ich hellseherische Kräfte habe? Ja, das muss es sein. Alles andere wäre vollkommen unlogisch. So, was haben wir denn hier? I can't believe this was here all this time. Das hinter einem Felsen, ehrlich, ey. I can't imagine how it would even fly. Ernsthaft? Hat nicht irgendjemand mal gedacht, in diesen Berg da reinzuhauen, irgendwie so? Um den auszugraben? Can you make it work? Hold on, I'm getting there. It's working.
Oh, that's nothing. We're just getting started here. Let me see. So if the shuttle actually works, we're gonna need... Wow, okay. We've got two zappy heat ray cannons. One in Strata and one in Fendel. They're designed to fire simultaneously and focus on a single point in the aquasphere. Oh man, this is crazy cool! How can we use the cannons if they're in two separate countries? I think we can control them from here. Looks like we can adjust the angles and everything. Hm. Oh, nuts. Was hast du gemacht, Pascal? Is something wrong? Well, the cannon in Strata is fine, but the one in Fendel is busted or something. Of course it is. Wie perfekt er es gesagt hat. Yeah, it's not responding. I'm gonna have to go there and see if I can figure it out. But then... Assuming everything else works, the shuttle is piloted remotely, so we need someone to stay here and fly it. Is that something one of us can do? Maybe me, but... Yeah, I don't know. You need real technical know-how to pull it off. Klartext, wir sind also blöd dafür. But I don't think she's talking to me right now. Anyway, we can worry about that later. I'll ask the Overseer or something if it comes to it. Right now, we should focus on getting to Fendel so I can fix the cannon. It's in a facility on the far side of Fendel Mountain Pass, up near Velenik. Right. Let's get moving. Die natürlich auch niemand vorher entdeckt hatte, nehme ich an. Mein Gott. Wir dürfen jetzt die ganze Zeit hin und her laufen. Dieses Wunderbärchen. Aha. Wo geht's? Oh, we got a message from Poisson. Let's see here. Ah, Poisson, wie sie jetzt sagt, unglaublich. Oh, yuck. She says the monsters from that cocoon are causing all kinds of trouble. They've ordered all civilian ships to stop sailing into or out of Fendel. Großartig. We better hurry. Right. Let me just do a little tappa tappa ka-chunk here. Okay. Bon voyage. Hey. What was that? Richard's monsters, I imagine. They were headed toward Lant. No. We should get to Lant immediately. They'll need our help. Come okay. On, let's move. Natürlich. Ich glaube, wir gehen lieber da lang, weil das wäre kürzer. Bruderliebe. Come on. Perfekter Zeitpunkt. Let's hurry back to Lant. Calm down. When you get excited like this, you lose sight of everything around you. You need to analyze the situation rationally. Yeah, but that's why you're here, Hubert. Analyzing situations is your job. You know that's not me. If there's something I have a chance of protecting, I'll do whatever I can to make sure it's safe. That's what Sophie taught me. I see. Then perhaps I should stop holding back. Well enough then. If I ever see you slacking off in this department, I will let you know in no uncertain terms. Good. I'm counting on it, Hubert. Alles klar. Die beiden Brüder arbeiten zusammen, das ist Wunderbärchen. So, ich glaube, von hier aus wäre schneller. Der andere muss mehr durch die gesamte Höhle irgendwie nochmal durch, der andere Weg. Das wissen wir ja. Irgendwie fand ich das schön, wie Pascal Bon Voyage gesagt hat. Pascal, der Name kommt ja glaube ich aus dem Französischen. Und sie irgendwas Französisch sagen zu einer hat irgendwie keine Ahnung. Poisson, das hört sich auch Französisch an. Ich glaube, ich mag das, wenn sie irgendwie so französische Sachen sagt. Okay. Los, auf nach Lant. Wir müssen Monster, da diese Viecher gegen dich haben wir noch nicht gekämpft, aber ich hoffe ja mal, dass einer deiner Vertreter auch irgendwie in Lant ist, den wir kaputt hauen können. Oder du. Wir schaffen das schon. Wir sind nicht so stark. Wo bis jetzt haben wir nur gegen einen immer gekämpft. Die anderen waren irgendwie immer Luschen aus dem vorherigen Gebiet. Ja, das ist die Höhle, die ich in Erinnerung hatte.
der Eingang meine ich. So, mein Gott, dauert ja noch ein bisschen lange hier. Los, los! Ich weiß nicht mehr, was ich hier noch sagen soll zu dieser Situation. Glitzer, Glitzer. Boah, 18 galt. Und nicht mal irgendwie so magische Katar oder so. Entschuldigung. Ich bin gegen das Mikro gekommen. Gegen den Popschutz meine ich. Boah, ist ja ein Mikro. Das ist Teil des Mikros. Es geht. Nein, okay. Okay, okay. Wir sind jetzt wieder in Land und jetzt haben wir erstmal die Monster kaputt. Hey. Stay back. Asbel. All right. We'll handle the monsters. You get everyone else inside. Ja, haut ab, wir sind awesome, ihr nicht. Bailey, look out. My lord. They've got us trapped. I must protect. I have to. Asbel's men defeated the monsters. Sophie, you okay? Hold on. Thank you, Asbel. You helped save us all. It's hard to believe that a tiny girl like her could do all that. Please get her back to the manor so she can get some rest. I'll take care of things around here. Das ging auch noch mal gut. Warum konnte sie sowas nicht mal in normalen Kämpfen einsetzen, ganz ehrlich? Mein Gott. Was können unsere Soldaten eigentlich? Die können nicht gegen Fennel kämpfen, die können nicht gegen Monster kämpfen. Land ist irgendwie schwach. Der Brunnen ist immer noch nicht repariert. Was soll er eigentlich? Ist Teil unseres Anwesen. Frederik, mach das. Hubert, I'm so glad you're safe. You've been gone for so long. I was worried I might never see you again. I'm sorry for the concern, Mom. We'll explain everything later. Frederick, could you please get a room ready? Sophie needs to rest. Your own room is already prepared, Master Asbel. Would that be acceptable? It's fine. Thank you, Frederick. Okay. Anfragen. Du, okay. Ruhm und Ehre. Danach streben wir. Ruhm, Ehre, Geld und Frauen. Das ist unser Ziel. Wo ist nochmal das hier, ne? Jo. Wo ist nochmal mein Zimmer? Ach ja, da. Monsters. Run. Everyone. She's having nightmares. Even in her dreams, she tries to protect us. Makes me feel kind of lame. Come in. I apologize for intruding at such a time, young masters. Bailey is downstairs and wishes to speak with you right away. I asked him to wait in the study for now. Should I send him away? No, that's fine. We'll be right down. Keep an eye on Sophie, all right? We'll be right back. Okay. Was will er denn jetzt von uns? Das ist ganz schön ungünstig gerade. Skit. Skit. Noch immer nicht ausreichen und... Nee, noch immer nicht ausreichen.
I swore long ago that I would be the one to protect everyone. But once again, Sophie was the one who saved us. It has been very difficult seeing Lant turned into a battleground once more. I try and I try, but what if I never find the strength to protect those most important to me? How much more must we endure before we reach the ideals we strive for? Ja, upsala. Schlechte Frage. Mein Gott, ich komme irgendwie in diesem Part so oft gegen den Popschutz von meinem Mikro. Das ist unmenschlich. So. Was gibt's denn? Wir sind beschäftigte Fürsten, ja. We are in your debt. And Asbel, you saved my life. Any of us would have done the same. How is your friend doing? She's resting, but she's not feeling well. That poor girl. She's suffering for helping us. No, she's been in failing health for a while now. It's nothing new. But thank you for your concern. Will you stay in Lant? Unfortunately, no. We have pressing business elsewhere. We have to save Sophie. And Richard, too. I see. We have a long road ahead of us to make that happen. I trust you'll take care of things while we're gone. Asbel, perhaps I have misjudged you. Thanks, Bailey. If you'll excuse me, I'll... Habt ihr beiden jetzt hier gewartet? Nein, das ist nicht okay. Warum standen die jetzt da? Also Schausteller irgendwie. Verstehe ich nicht. Dad. You're thinking. This worries me. I'm thinking about our father. About how I rebelled against his authority. About how I left. I thought that becoming a knight was all I needed to protect the people I loved. But I was wrong. It wasn't enough. I wasn't ready to be the Lord of Lant. It was just a title they hung around my neck. What thoughts did Dad have as he lived and died as the Lord of Lant? You're a lot like your father was. Mom? He spent all of his time worrying about us and wondering if he was doing the right thing. But he hid that concern behind a mask of strength and discipline. When the two of you left, he thought of almost nothing else. And he worried that his decisions, no matter how well-intentioned, had caused you both to suffer. It's hard to imagine him thinking like that. Feelings were never your father's strong suit. He was never able to express how much he loved you both, and it frustrated him to no end. I know the two of you are going through a lot right now, but what matters is that you keep trying to do what you believe is right. Your father used to say that. He raised you well, whether you realize it or not, and his spirit will help you in the dark days to come. Just remember, whatever path you take, I will always be here for you. And if your father were here, he would say the same. Mom, thank you. Okay. Wenn wir unser mütterliches Gespräch für dieses Let's Play. Wie geht's Sophie? Das ist jetzt wichtiger als das Wohlergehen unserer Mutter. Sophie, wait. Don't get up. I'm okay. Hey, Sophie. I'm here. We'll heal you, Sophie. I promise. All right. Let's get back to Fendel and fix that heat ray cannon. Do you know the exact location, Pascal? Yep. We can take the road that leads from North Lant to Velenik. The cannon is just past Fendel Mountain Pass. Hang in there, Sophie. We're almost home. I will. Na, ob ich den Weg nicht offscreen lieber gehe, weil irgendeine Cutscene dazwischen kommt, werde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, neu laden oder so, oder einen Controller aus dem Fenster schmeißen vor Schreck, um zu gucken, wieso bin ich jetzt, ich wollte eigentlich da am Speicherpunkt gehen und den Part beenden, oder wir gucken noch, was hier passiert.
Guys, wait! Please, take this with you. What is it? Just a little basket of goodies. I made all your old favorites, and there's enough for everyone. Oh. Oh my gosh, you're the best mom ever! You are too kind, Lady Carrie. Thanks, Mom. Take care of each other. And be careful. You too. We'll see you soon. Curry, hey, genau, brauche ich. Ich brauchte Curry vorhin noch. So im Zwiespalt. Warum ist der Ding jetzt hier? Der Turtles Transport. Kreuzversion, Doppelkling Trans, meinetwegen. Der bietet sich gerade so an. Das hier ist ein befehlsmäßiger Turtles Transport nach Bellinick. Sagte ich schon, dass er gratis ist? Okay. Los geht's. Was ist der Haken? Perfekt. Na gut, dann Reise über Wellenig zur Einrichtung. Da würde ich aber sagen, wir gehen hier. Ich hoffe, da drin kommt keine Katze oder so. Da kann ich auch direkt mal im Gasthaus ein paar Anfragen wieder abgeben. Mal gucken. Ah. Oder Quest. Es gibt. So, warte mal hier. Loda na Kristall, ja, meinetwegen. So, warte mal. Du hast schon wieder was gemeistert. Nicht gemeistert, aber aufgelevelt. Auf Level 5. Kreisangriff immer noch. So, dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier. Ist hier noch was? Ist das ein Ofen? Nein. Wir beenden den Part hier und ich sehe euch dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.